Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euch auch freut, dabei zu sein, einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr unterstützen und freuen. So, hier ist jemand, der ist verärgert. Der Psychologe ist nötig, um die Dinge anzuzeigen. Das ist natürlich nicht so cool. Dann lass uns mal schnell einen Psychologen bauen. Es ist vielleicht auch besser, dass wir einen Psychologen kriegen. Natürlich smart gewesen, wenn wir hier den Gang hoch hätten. Ich sag mal so. Den Gang hoch. Dann reißen die Dinge ab. Schnell. So, da haben wir hier Zellen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wie breit sind die? 11. Mit beiden Wänden. Machen wir mal 10. Dann hauen wir das Ding hier runter. Dann könnt ihr das abreißen. Dann können wir da noch mehr Dinger machen. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Zellen. So, dann können wir nämlich wieder ein paar Zellen machen. Müssen die Kantine natürlich auch noch versetzen. Eventuell nach hier unten eine große Kantine oder so. Dass sie da direkt rüberlaufen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Billing. Billing. So, die fällen jetzt hier den Baum und dann bauen die hier noch schnell weiter. Dann brauchen wir nämlich hier nochmal eine Wand. Eine Stelle fehlt noch. Und dann müsst ihr direkt die Wand wieder reinbauen hier. Ah, behalten doch die Wand. Nice. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt holen die hier schnell die Sachen ab. Strom ist drin. Wasser ist auch drin. Da passt das. So, dann lass uns auch nochmal hier einen Psychologen bauen. Der braucht gar nicht so viel Platz, ne? So hier vielleicht. Hier hinten würde ich auch noch gerne was reinbauen. Da bauen wir dann hier lieber noch eine Personaltür rein. So. Ich habe da Ideen, Leute. Ich habe da Ideen. So, der Raum hier müsste auch fertig werden, oder? Jawohl. Schade, dass er hier so um die Ecke gegangen ist. Und hier bauen wir den hin. Und dann reißen wir die Wände hier kurz ab. Erwartet ihr nicht. Sondern nur die beiden drin. Und die natürlich auch. In der Hoffnung, dass die da hin können. Geht aber nicht. Doch, da können die hin. Müssen über das Bett. Dann lass das Bett mal kurz abreißen. Vielleicht klappt das nämlich. Dann bauen wir das Krankenbett direkt daneben hin. Oh, er muss das doch jetzt nicht dahin schleppen. Der Idiot. Der ist auf Patrouille hier immer noch. Die sind böse. Warum sind denn die böse? Clothing, okay. Brauchen unbedingt Klamotten. Dann bauen wir hier am besten noch ein Büro. Warte mal, lass uns mal kurz gucken, wo ist Büro? Da. Dann kommt hier nämlich das Büro des Psychologen hin. Das bauen wir da rein. Ne, das brauchen wir nicht. Da fehlen nämlich noch Sachen für ein Büro. Das hier. Ein Stuhl hier. Ein Aktenschrank hier und noch ein Stuhl hier. Und dann holen wir uns nämlich den Psychologen rein. Wo läuft der jetzt hin? Ist hier unten noch ein freies Büro? Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Was wollte ich denn noch haben? Das ist eher unvorteilhaft, dass ich da noch einen Psychologen habe. Hier unten. Der braucht das Büro hier unten gar nicht. Lass uns mal kurz gucken, was fehlt mir denn noch?
Ausbildung noch. Das ist ja eher schlecht. Recht, wir haben keinen Anwalt. Das ist das Ding. Ein Rechtsanwalt. Mach den Raum hier nochmal kurz weg. Hat er nämlich noch ein anderes Büro. So, dann läuft er nämlich da hoch. Und dann kann er da oben wohnen, hier in seinem Büro. Halleluja. So. Hier hinten wollte ich noch einen Raum machen. Und zwar so ein... eine Leichenhalle, genau. Da fehlt ja nochmal dieses Leichending. Drei Stück werden da reingebaut. Dann ist da auch Ruhe. Jetzt kann ich mir auch die Leute angucken hier, warum die verärgert sind. Warum sind die verärgert? Kann man das irgendwo anzeigen lassen, ne? Personal hier. Bedürfnisse. Prozent. Ja, komm, machen wir mal 15%. Dann bekommt ihr noch eine Gehaltserhöhung alle. Okay. Vielleicht sind die ja nicht mehr so verärgert. Aber wir haben jetzt eine Leichenhalle hier direkt hinter der Krankenstation, das reicht schon. Clothing. Was ist denn hier los? Alkohol. Familie, Familie. Anziehsachen. Ja. Gut ist was anderes, ne? Gut ist was anderes. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Gefangene. Ich sag mal so. So. Jawoll. Guckt euch das mal an hier. Wie schön das wird. Das ist natürlich blöd mit den Lampen. Aber gut, gucken wir mal, wie das ausgeht. Und dann gibt es natürlich noch Betten hier. Für jeden ein Bett. Und für jeden ein Klo. Und... wie sollte das anders sein? Ah, okay, das Wasser ist da schon. Dann hier das Wasser lang und hier das Wasser lang. Die sind unzufrieden. Warum sind denn die so unzufrieden? Überdosis. Nice. Kann er direkt in die Krankenstation gebracht werden? Geheilt werden? Das ist ja Schwachsinn. Dann lass mal hier direkt den Zellenblock durchsuchen. Jetzt, wo wir schon dabei sind. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal zwei Wachen. Weil die richtig viel durchsuchen müssen. Da wurde was gefunden. Können wir direkt einschließen. Sind super unzufrieden. Kleidung, Sicherheit, Nahrung. Ja, ja. Die sind schon nicht so einfach, die Leute, die wir hier haben. Oh, hier wird direkt einer gehauen. Jetzt wird er direkt eingeschlossen. Warum ist er verärgert? Das weiß keiner so richtig, ne? Alkohol. Familie, Sicherheit, Erholung. Da ist noch einer. Der schon wieder. Also der ist dicht daran, dass der hier alles verliert, was er hat, glaube ich. Alle Rechte, die er hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
So, jetzt wird da... Wenn da die Dinger zugemacht, so dass wir ein paar Zellen mehr haben. Aber wir brauchen das Geld. Das ist halt leider... blöd, dass wir das Geld brauchen. Aber wir brauchen auch eine Wäscherei. Die würde ich vielleicht hier oben hinbauen. Auch in der Größe so. Damit wir da ein bisschen Ruhe reinkriegen. Was die Kleidung angeht. Auf jeden Fall können wir die Seite noch mit Zellen voll machen. So, dass wir nochmal 6 Häftlinge reinkriegen. Das kann nur ein Vorteil sein, glaube ich. Außerdem können wir hier Gras reinmachen. Und hier die Mauer ziehen. Natürlich. Damit er wieder Ruhe ist. Wenn wir da ein bisschen Gras reinmachen, dann wird das vielleicht auch besser hier draußen auf dem Hof. Die können auch nicht wirklich viel machen im Hof. Bis jetzt. Deswegen hier mal eine Hantelbank oder zwei. Und wenn wir eh schon dabei sind, können wir hier auch nochmal einen kleinen Baum pflanzen. Dann haben wir 2 Hantelbänke. Und Tisch brauchen wir nicht, aber eine normale Bank kann man auch hier hinbauen. Ah, da sind welche angekommen und die haben direkt Sachen mit. Können die direkt in die Einzelhaft kommen. Oder auch nicht. So, dann hier und da und da. Hier eine normale Tür dann. Und dann wird das hier eine Wäscherei. So zumindest mein Plan. Da brauchen wir dann dementsprechend natürlich Waschmaschinen hier. Ich sag mal, 3 Waschmaschinen reichen erstmal. Dann gibt es hier Bügelbretter. 3 Stück. Und 4 Wäschekörbe. Wenn wir eh schon dabei sind, können wir den Strom noch hochlegen und wir müssen das Wasser hochlegen. Dann passt das. Ach, die brauchen auch noch. Kann nicht erreicht werden. Achso, weil der da in der Mitte steht. Und dann können wir es abreißen. Dann bauen wir die nochmal neu. Die Bügelbretter. Ich sag mal so vielleicht. Wenn ich das dann auch nochmal abreiß. Bauen wir hier noch eins. So und so. Dann passt das vielleicht. Die fehlen halt noch, damit wir eine Wäscherei haben. So. Arbeit oder Freizeit. Hier wird wieder jemand angegriffen. Es ist schon wieder er. Warum ist das nur so? Warum? Warum muss das so sein? Die können alle da arbeiten, wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Das müssen die, glaube ich, auch lernen. Na, da müssen wir... müssen wir noch einen Schulungsraum machen noch. Lass uns mal kurz gucken. Ich kann nämlich auch noch mal hier die Zuschüsse sehen. Sicherheitsding. Das kriege ich wohl hin. Bildung. Wir machen die Investition. Denn ich muss noch eine 10. Wache einstellen, dann passt das. Dann brauchen wir noch eine Patrouille. Weiß nicht, da haben wir eine, da haben wir eine. Kriegen wir hier auch noch eine. Und schon haben wir mehr Geld.
So, jetzt hier unten vielleicht einen großen Speiseraum. Speisesaal. Wäre vielleicht nicht falsch. Ich sag mal in der Größe hier. Zugang ist blockiert. So vielleicht? Machen wir mal so. Da wird auf jeden Fall gut gearbeitet jetzt. Weil die Kantine kann dann hier weg, dann wird das hier eine große Küche. Dann ist das hier die Kantine. Die können dann auch hier und hier rein. Das wäre vielleicht eine Idee. Besonders wenn hier dann der Strom nochmal langläuft. Oh, wäre es schon fertig hier? Das wäre natürlich exzellent. Der Strom gleich verlegt. Weiß nicht, was da noch fehlt. Ah, der Raum ist jetzt fertig. Und dann gibt es hier natürlich nochmal eine Wand, die wir da ziehen müssen. Selbstverständlich kann das nicht so bleiben. Bum, 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 bum. Da ist die Wand gemacht und jetzt ist hier der Strom fertig. Sehr gut. Bauen wir jetzt hier zwei Türen hin. Hier eine Tür und hier eine Tür. Brauchen wir natürlich auch ein paar Wachen, die das hier begutachten. Genau so. Denn das wird hier unten dann die Kantine. Hast du keinen Strom? Doch, ihr habt Strom. Dann kann die Patrouille hier oben nämlich weg. Ja, einmal kurz ein bisschen langsamer hier. Machen wir einmal den Wachposten hier oben weg. Dafür gibt es hier eine. Und die sind ja sowieso auf Patrouille. Dann passt das nämlich. Denn dann wird das hier die große Kantine. Und die hier kommt weg. Dann wird das hier abgerissen. Das wird abgerissen. Das und das. Und dann wird auch die Tür hier reingebaut. Gibt es hier lange Serviertische. Die gar nicht hier hinpassen. Schade eigentlich. Machen wir mal lieber so hier. Ja, wobei, das passt ja dann nicht. Hier ein Serviertisch noch hin. Und dann gibt es hier Tische. Wie stellt man die dann am besten hin? So vielleicht? Ja, das könnte passen. Tisch da. Tisch da. So. Auf jeden Fall genug Plätze jetzt. Und dann brauchen wir natürlich auch eine Wache hier, die die Kantine im Blick hat. So, die gehen jetzt duschen. Der wird da kontrolliert. Das Ding können wir ruhig abreißen. Ja, jetzt ist auf jeden Fall genug Platz hier in der Kantine. Da gibt es dann nämlich gleich was zu essen. Soweit zumindest meine Idee.
Und auch die Tür hier kann abgerissen werden. So. Es gibt leider nur Bacon. Nur Speck. Weiß nicht, wo kann ich das denn hier machen? Mittel. Essensmenge. Hoch. Vielfalt ist Mittel. Das ist okay. Die kriegen nochmal eine Gehaltserhöhung, meine Mitarbeiter. Dann sind die für gleich auch glücklich. Haben die keinen Hunger, die Leute hier? Einige sind hungrig. Warum essen die denn nicht? Das ist, weil es gerade neu ist, die Kantine. Hofzeit ist natürlich jetzt auch nicht so brechend super für die. Ist auch nicht so viel Platz. Das macht aber nichts. Und hier wollte ich die Küche nochmal vergrößern. Wenn ich schon dabei sind. Dann ist das alles Küche. Dann kommt hier nochmal eine Spüle hin. Und noch ein paar Kühlschränke. So vielleicht. Dann gibt es hier oben nochmal einen Herd. Wobei, ne, wir lassen es mal so. Da Strom. Wasser kommt da eh an. Dann passt das. Die sind so unzufrieden. Ah, die machen jetzt sauber. Teilweise. Wie sich das gehört. Brauchen wir auf jeden Fall auch jemanden, der hier in der Wäscherei guckt. Nach dem Rechten sieht. Jetzt haben die alle genug Uniform. Jetzt wollen die natürlich noch ihre Familien sehen. Ja, natürlich. Arbeit und Einsperrzeit hier nochmal. Dass sie noch mehr sauber machen können. Hat nichts gehabt, der Philips. Schon dicht dran, dass wir zwei hier rein brauchen. In die Kantine, um das alles zu begutachten. Da ist keiner, ne? Keiner will essen irgendwie. Weiß nicht wieso. Und dritten Koch irgendwie einstellen, der sich hier um Sachen kümmert. Da ist einer verletzt. Jetzt ist er auch noch bewusstlos. Idiot. Da hat die Sachen kaputt gemacht. 100% beschädigt. Ah, mein Herr. Und das, obwohl die Essen haben. Ich verstehe das gar nicht. Ach, die haben keine Teller. Können wir die nicht wegwerfen hier? Die müssen hier hin. Die Servierbrettchen. Die Tablets. Aber hier sind Tablets. Lass uns mal kurz gucken. Was ist sein Problem? Er möchte... Wirtung. Rückfallwahrscheinlichkeit ist sehr hoch bei ihm. Tage im Gefängnis. Besserungsprogramm. Geschichte. Ruf. Biografie. Ja, sein Problem ist tatsächlich, wenn wir mal kurz gucken, dass er Familie und Nahrung braucht. Familie und Nahrung. Kümmern uns gleich nochmal um die Familie. Ja, du kannst da nicht einfach da gegen das Ding kloppen und dich dann wundern, warum du eingesperrt wirst. Sag mal 20 Leute und wir sind wieder unterwegs. Ich würde sagen, ich möchte auch so ein paar normale haben hier. Die sind nicht ganz so anstrengend. Mit denen, die wir haben, hier sind ja schon anstrengend. Ja, dann gucken wir auch nochmal nach dem Besuch-Dings hier. Gab es hier nicht einen Zuschuss für Besucher? Besuchsrecht. Okay, Telefonzelle und so weiter und so fort. Das kriegen wir alles hin. Ist alles gar kein Problem. Hoffentlich zumindest. So, lass uns lieber hier nochmal die Dinger bauen. Für tausende Stück. Sache, dass wir ein bisschen mehr Strom haben. Ein noch. Sehr gut.
Ein bisschen mehr Strom. Und jetzt müssen wir irgendwie einen Besuchsraum haben. Schnell erstmal nochmal Rechtsanwalt ein. Und gucken, was der alles erforschen kann. Wir brauchen auf jeden Fall eine Feldschrank. Nee. Waffenkammer. Ich weiß das auch nicht, ob das hier wirklich Sinn der Sache ist. Steueroase nicht. Zu Tode verurteilt ist jetzt auch nicht das Wahre. Der Direktor ist hier. Haben wir eigentlich noch Personal? Hausmeister haben wir noch, ja. Ein Gärtner. Und dann die, die im Hof rumlungern von unseren Mitarbeitern. Das verstehe ich ja gar nicht. Dann machen wir mal ein Material und dann machen wir hier mal Parkettboden rein. In unser Personalraum. Dass er so ein bisschen schöner ist. Unser Personalraum muss nämlich schöner werden. Verärgert. Der ist nämlich verärgert. Warum ist denn der verärgert? Darum. Ach so. Ah. Die brauchen ja auch noch eine Personaltoilette hier, unsere Leute. Das war ja auch noch immer so ein Problem. Ein großer Fernseher. Die Mitarbeiter brauchten eine Personaltoilette. Verstehe ich gar nicht. Machst du noch ein Radio rein hier? So. Lampe in die Mitte. Musst du das getrennt sein von der Tür? Ich weiß das gar nicht mehr. Machen da auf jeden Fall mal ein Klo rein. Wenn es geht. Das Holz, das werden wir verkaufen. So, jetzt leeren die auch endlich ihren Darm, die Leute hier. Wie schön das ist, weiß ich jetzt nicht. Essen. Ach ja, die brauchen ja auch noch Essen, die Leute. Naja, unsere Mitarbeiter, die müssen auch ihre Bedürfnisse kriegen. Jetzt sind hier auch genug Tabletts. 60 Tabletts. Bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn die essen. Ob die was essen? Ja, gut. Einige nehmen sich jetzt was. Dann passt das. Boah! Also der hier. Der ist völlig am Leben vorbei. Der killt die Leute hier. Unsere Leute. Zwei Todesfälle. Drei Todesfälle. Okay. Das ist natürlich jetzt unvorteilhaft. Wir werden alles einschließen. Dann werde ich irgendwie hier Arrest. Naja, einschließen ist vielleicht ein bisschen sinnlos. Wir brauchen auf jeden Fall einen Notdienst. Und zwar brauchen wir die Polizei hier und die Sanitäter. Ja, wobei, Sanitäter brauche ich nicht. Die hier, die wird verriegelt. Brauchen wir ein bisschen. Die gehen rein jetzt. Und zwar hier ist Action. So, die ist nicht mehr verriegelt. Jetzt ganz schnell rein. Von den Leuten hier. Die Sanitäter, die gehen wieder nach Hause. Gehen wir nicht nach Hause. Geh du mal lieber hier rein. Jetzt, wo du schon da bist. Ja, komm. Gegen die hat er keine Chance. Ein Polizist ist tot. Einige
weigern sich hier in den Arrest zu gehen. Na toll. Der ist tot. Die schließen hier unsere Leute noch ein. Die da sind. So, die können wieder abhauen. Zwei Polizisten sind gestorben. Zwei Wachen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bewusstlos. Der ist völlig kaputt. Der darf jetzt erstmal gar nichts haben hier. Höchste Sicherheitsstufe. Der macht erstmal lange nichts. Keine Freizeit, kein Hof. Essen und duschen. Nicht mit den anderen auf jeden Fall. Du isst, wenn die anderen duschen. Und wenn die anderen eingesperrt sind. Oder arbeiten. Und dann bist du dann im Hof. Und mehr kriegst du auch nicht. Duschen darfst du dann. Da du alleine bist, brauchst du das alles nicht. Tja, da war richtig Action hier. Unsere Leute sind hier ein bisschen schlechter unterwegs gewesen. Es tut mir ganz schön leid für die. Die haben da ein bisschen Unglück gehabt. Wo bauen wir den jetzt hin? Der kriegt hier draußen eine Zelle, ne? So vielleicht? Wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn er da hinkommt. Das mache ich noch diese Folge. Damit ich das nicht vergesse für nächstes Mal. Also wird es ein bisschen länger heute. Zugang benötigt. Dann kommt da so ein Tor rein. Wie sich das gehört. So. Und da muss ich natürlich noch machen, dass hier die Dinger reinkommen. Ach, die sind noch gar nicht fertig mit Bauen hier. Okay. Da müssen die Mauern hin. Anstelle von so einem anderen Kram. Dann wird das hier eine Zelle. Strom fehlt hier oben. Das kriegen wir hin. Das wird eine Zelle, denn das wird hier auch... Warte mal, das war Einsatz, ne? Das hier ist der höchste Sicherheitstrakt. Da kommt ein Bett rein. Und ein Klo. Oh ne, da ist schon wieder Action. Warum sind die denn immer aufgewiegelt, alle hier? Ruhe. Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Erstmal eine Razzia. Arrest ist vielleicht ein bisschen schwachsinnig. Aber erstmal eine Razzia, wenn wir schon dabei sind. Und dann kommt hier oben das Ding zum Klo. Alles wird ausgedingst hier. Ich glaube auch, wir haben zu wenig Personal. 10 Wachen. Jetzt haben wir jetzt 14, jetzt haben wir 15. Für 20 Häftlinge. Die sind ein bisschen unterbesetzt. Geht natürlich nicht. So. Ich weiß nicht, wie lange der noch in seiner Einzelhaft hier ist. 12 Stunden. Und eine Schere gefunden und alles. Wieder aufgewiegelt. Warum? Was fehlt dir? Luxusgüter. Nahrung, Bedürfnis. Familie, Erholung. Okay. Hat halt das Personal angegriffen, ne? Machst du nix.
Aufständisch. Privatsphäre fehlt ihm. Sicherheit. Was soll das denn? Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben nicht genug Einzelhaftzellen für die 19 Leute, die wir haben. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal schließen. Die Aufnahme von 9 Leuten. Dann bin ich mal gespannt. In 8 Stunden kommt er frei in seine neue Zelle. Das alles und noch viel mehr. Nächste Folge Prison Architect. Bis dahin, haut erstmal rein.